Wir stehen kurz vor einem Durchbruch, mein Freund. Dank der von euch beschaffenen Abbausbilder ist es mir gelungen, die Glyphen auf diesem Kristallprisma nachzubilden. Es sieht so aus, als würden sie den Quirial und anderen unbekannten Wesen dazu dienen, mit den Siliziden zu kommunizieren. Leider ist das alles, was ich aus diesen Glyphen herauskriegen konnte. Wir müssen eine Möglichkeit finden, wie wir die in die Kristalle versteckten Botschaften freilegen können. Nehmt diese glyphenverzierte Kristallprisma und bringt es Geologin Lerschenbann auf Burg Cenarius. Sie müsste uns weiterhelfen können. Bleibt sauber! Schön, euch zu sehen. Das kann doch nicht. Das kann doch nicht. Was habt ihr da, mein Freund? Der Grund, warum die Zwerge die Glyphen nicht entschlüsseln konnten, ist ganz einfach. Es gibt nichts zum Entschlüsseln. Die äußere Schicht des Prismas muss exakt nach der Markierung innerhalb des Kristalls ausgerichtet werden, damit eine Nachricht übertragen werden kann. Clever. Diese Daten zu übersetzen dürfte nicht schwer sein. Doch zuerst müssen wir den Code entschlüsseln. Was das betrifft, habe ich nur einen einzigen Anhaltspunkt auf der Oberfläche des Prismas gefunden. Vorausgesetzt, dass das Abbausbild vollständig ist, gibt es nur eine Möglichkeit und die ist beinahe aussichtslos. Bleibt sauber!